Wir brauchen Kampfjets. Wir brauchen Kriegsschiffe. Wir brauchen U-Boote. Weil wir Frieden wollen. Russland kann nur durch weitere Niederlagen zum Verhandlungstisch gezwungen werden und seine Truppen zurückziehen. Wer hat diese absurden Forderungen von diesem Kriegstreiber genauso satt wie ich? Wir wollen heute schon Frieden, aber Putin scheint nicht so weit zu sein und deswegen brauchen wir die Waffen, um Putin dahin zu bewegen. Und das Traurige ist, dass so eine wie die da diese Kriegspropaganda auch noch unterstützt. Wir hoffen, dass die Deutschen wie auch beim Thema Leopard auch nach einem langen Zögern eine führende Rolle spielen werden. Denn eins ist klar, dieser Krieg ist nicht zu gewinnen nur auf dem Schlachtfeld. Wir brauchen die Luftwaffe, wir brauchen die Marine. Und der solidarische Tagesschau Michael Sternchen in nickt ab, Frieden schaffen mit Waffen, ist klar. Wir wollen unsere Soldaten nicht opfern, wir brauchen dafür modernes Kriegsgerät. Und wenn durch dieses moderne Kriegsgerät dann russische Soldaten das Zeitliche segnen, dann sind das lediglich Kollateralschäden, oder? Wir sprechen ja weiterhin von 40 Schützenpanzern und bezogen auf die Kampfpanzer, da können wir in einem Krieg nicht davon ausgehen, dass es bei 14 bleibt. Die verschleißen, sie werden vernichtet, man wird nachschieben müssen, die gesamte Industrie wird sich darauf ausrichten müssen, Ersatzteile zu produzieren und das schwächt natürlich den Nachschub in Deutschland, das Produzieren von Waffensystemen für die Bundeswehr und das ist ein grundsätzliches Problem. Deswegen müssen wir ja die Industrie stärken, wir müssen, was ich sagte, in einer Art Kriegswirtschaft, das muss verstanden werden, sonst werden wir die Zusagen in der NATO, das, was der Bundeskanzler unter Wehrhaftigkeit und unter Abschreckung beschrieben hat, werden wir ab 2025 nicht leisten können. Und der Punkt ist eben der, Herr Sievers, wir müssen im Worst Case damit rechnen, dass es 2025 fortfolgend noch nicht vorbei ist, auch wenn wir im Worst Case selbst all in gegangen sind. Tja, und jetzt müssen wir auch noch zur Kriegswirtschaft werden, um die Forderungen der NATO einzuhalten und die Ukraine natürlich weiterhin solidarisch zu unterstützen. Für den Frieden natürlich, mit den Waffen. Denn Melnik sagt es ja hier, man braucht zwei für einen Tanz und man braucht zwei für Friedensgespräche. Im Moment ist es leider nicht so, dass die Russen bereit sind. Und für Selenskyj zählt nur der Sieg, also so viel zum Thema, ich bin für Verhandlungen bereit. Und schaut mal hier, der israelische Ex-Premier sagte, dass der Waffenstillstand angeblich zum Greifen nahe war. Ein Waffenstillstand sei damals, so Bennett, in greifbarer Nähe gewesen. Beide Seiten waren zu erheblichen Zugeständnissen bereit. Doch vor allem Großbritannien und die USA hätten den Prozess beendet und auf eine Fortsetzung des Krieges gesetzt. Lesen und lesen.